Hallo und herzlich willkommen zurück zu Dredge. Es geht weiter in Dredge in einer neuen Folge hier mit eurem Ortega auf Ortegas Gamebox. Und wenn es euch gefällt, lasst einen Daumen nach oben da oder abonniert vielleicht sogar den Kanal. So, wo waren wir denn das letzte Mal stehen geblieben? Eigentlich nirgends. Wir könnten eigentlich ablegen. Dieses Mal wird es ein kurzes Video. Es wird nicht allzu lang, das Video. Denn ich habe nicht mehr viel Zeit. Da ist der Fischbestand sehr niedrig, glaube ich. Schau mal, was es hier gibt. Hier könnte es noch einen höheren Fischbestand geben, bin mir nicht sicher. Nee, ist auch niedrig. Ich schaue mich jetzt einfach mal hier so um, was es hier sonst noch so gibt. Hier sind auch noch Fische. Hier ist der Bestand höher, glaube ich. Das gucken wir uns gleich an. Jawohl, ein hoher Bestand. Oh, was ist das denn? Das ist was Neues. Ah, schade. Fischbestand niedrig. Und es ist schon 13 Uhr wieder mal. Das geht unheimlich schnell. Wir sollten schon wieder umkehren. Denn es wird 17 Uhr, ich mach's Licht an. Gleich wird der Nebel aufziehen. Wir bräuchten ein schnelleres Boot. Oder wie Chief Brody meinte, wir werden ein größeres Boot brauchen. Aber wir haben ordentlich Fisch bekommen. Zum Fischhändler. Übernimm dich nicht. Kehr vor allem um, wenn die Sonne untergeht. Besser mit kleiner Ausbeute zurückkehren als gar nicht. Jawohl, das machen wir ja auch. So, wir haben mittlerweile über 600 Dollar. Das heißt, es tut sich schon langsam was. Und wir werden jetzt mal ruhen. Und ablegen. Jawohl, wir legen wieder ab. So, und ich habe jetzt die Idee, wir gehen jetzt nochmal dahin zurück, wo wir beim letzten Mal waren. Können wir hier eine kleine Abkürzung nehmen? Das habe ich beim letzten Mal nicht geschafft. Okay, ich probiere es aus. Ich krieg das nicht gebacken.
krieg das nicht gebacken. Nee, ich krieg das nicht gebacken. Ich krieg das hier nicht gebacken. Ah, Scheißdreck. Verfluchter Scheißdreck. Da vergeht die Zeit immer so unheimlich schnell. Wir lassen alles reparieren für $30, das geht ja noch. Vielleicht gibt es da irgendwie die Möglichkeit, dass man das noch leichter machen kann. Es ist unheimlich schwierig. Ich will es jetzt gar nicht nochmal probieren. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe jetzt überhaupt keinen Bock drauf. Erstmal fischen. Ah, da haben wir was gefunden. Jawohl. Und wir kehren im Endeffekt eh schon wieder um. Hier sind noch ein paar Fischchen. Das ist natürlich schon so gemacht worden, dass es nicht ganz so einfach zu lösen ist. Aber es ist schon tricky, also obwohl man eigentlich nur die Vierecks-Taste drückt. So, der Händler, was ist das hier für ein Fisch? Eine groteske Makrele. Jawohl. Wir können in die Kajüte schauen und in die Enzyklopädie. Küstennähe, einmal gefangen. Vergammelte Schuppen und hervorstehende Augen. Was für ein Anblick.
Oder der hier, die Klumpenmakrele. Dreiköpfiger Kabeljau. Da gibt es noch so einiges, was wir fangen können. Hier ist ein X markiert. Ich würde sagen, wir ruhen erstmal. Legen ab. Unser Boot ist schon unheimlich langsam. Ich probiere es jetzt nochmal. Komm, ich probiere es nochmal. Okay. Ja, es hat geklappt. Ein Ballenstoff. Platzieren, ein Ballenstoff. Ein ordentliches Stück Stoff, feucht, aber noch nicht vermodert. Könnte für Reparaturen am Schiff verwendet werden. Ach, da gibt's. Ach, da kann man noch mehr Stoff holen. Na, so ist das. Das ist schon 11. Komm, wir holen uns hier noch ein bisschen Fisch. Und fahren zurück. Und es ist schon wieder verdammt spät. Nicht nur im Spiel, sondern auch bei mir hier. Dann gehen wir zum Fischhändler. Ich hoffe, die Möwen haben dich, deinen Fang nicht geschnappt. Die sind ja eine echte Plage. Ja.
Ja, einmal lege ich noch ab, bevor ich heute hier Schluss mache. Hier sind die Bestände unheimlich hoch. Hier könnte noch was sein. Ja, Bretter, jawohl. So langsam habe ich so ein bisschen den Dreh raus, wie es funktioniert. Wir kehren wieder um. Packen das Holz hier auf jeden Fall rein. Und verkaufen den Fisch. Jawohl, $874. So, wie angekündigt, wird es ein kurzes Video und deswegen werde ich mich jetzt hier langsam verabschieden. Was brauchen wir denn hier alles? Zum Beispiel plus zwei Angelplätze. Dazu brauchen wir teils Anzeigen, Holzplanken, Metallschrott. Und einen Ballenstoff. Okay. 4 Netze. Erforderliche Materialien. Metallschrott wahrscheinlich, genau. Modifiziert ein Frachtplatz für die Aufnahme von Scheinwerfern. Na, okay. Na gut, dieses und vieles mehr beim nächsten Mal. Ich wünsche euch was. Euer Ortega, bis zum nächsten Mal. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da oder abonniert sogar den Kanal. Bis dahin, bye bye.